Hi, ich bin die Annika von Let's Do Fit und heute machen wir sehr, sehr leckere Low-Carb-Käsekuchentörtchen mit Orange und Feige. Und ich finde, es sieht sehr schön aus und geht viel schneller, als ihr jetzt vermutlich denkt und auch sehr einfach. Ich habe mir die Inspiration von Sallys Welt genommen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr sie, ich habe sie vor allem früher sehr, sehr häufig angeschaut. Mit der Zeit kam dann immer mehr die Leidenschaft zu einer gesunden Ernährung und ich habe mir neulich mal gedacht, so hey, ich finde es jetzt so coole Rezepte, die kann man doch eigentlich bestimmt auch relativ einfach in eine zuckerfreien Variante umwandeln. Und genau das versuche ich heute mal. Also seid gespannt und ich würde sagen, wir legen direkt los und ich zeige euch erstmal die Mengenangaben. Wir brauchen etwas Käse in Doppelrahmstufe, dann einmal Magerquark, Butter, etwas Agar-Agar, Proteinpulver in Vanillegeschmack, dann etwas Mandelmehl, zwei Eier, Feigen und eine unbehandelte Orange und wenn ihr da habt, am besten noch frische Minze. Für den Teig schmelzen wir erstmal unsere Butter entweder in einem Topf oder natürlich geht es auch ganz schnell kurz in der Mikrowelle. Die geschmolzene Butter geben wir dann in eine Schüssel und es geht auch wirklich sehr simpel und dann wird das Ganze mit dem Mandelmehl einfach vermengt. Den Teig füllen wir dann einfach in Muffinförmchen und das können wir einfach so ein bisschen reindrücken, einfach dass so ein kleiner Bogen bedeckt ist. Am besten klappt es mit einem kleinen Löffel. Für die Cheesecake-Füllung tun wir einfach auch die restlichen Zutaten bis auf die Deko anschließend miteinander verrühren. Also ist echt sehr simpel. Und durch die Orange gibt das Ganze auch einen richtig besonderen Geschmack. Ich verwende hier etwas Saft und auch den Zitronenabrieb. Orangenabrieb. Und das gebe auch einfach ein bisschen dazu. Ich nehme hier ungefähr ja, so ein Stück Zitronen, immer noch Orangenabrieb. Und einen Saft von einer halben Orange. So, jetzt habe ich's. Damit sich der Saft besser von der Orange auspressen lässt, tue ich die einfach so ein bisschen rollen. Und die ganze Masse wird dann einfach mit der Gabel oder auch mit einem Handrührgerät einfach vermengt. Die Cheesecake-Masse kann dann auch einfach zu dem Teig hinzugegeben werden in die Muffinförmchen und da wird es einfach gleichmäßig verteilt. Die Low-Carb-Törtchen kommen dann in den Backofen bei 190 Grad, so für etwa 25 Minuten. Ihr könnt dann auch einfach die Stäbchenprobe machen und ja. Dann können wir auch schon direkt mit dem Topping beginnen. Und hierzu nehme ich mir so einen Mini-Topf, der sieht echt aus, als wäre da von einer Küchenstube, aber der funktioniert wirklich. Und da gebe ich Zitronensaft hinzu und Agar-Agar und es wird dann einfach ganz kurz aufgekocht. Ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich doch die ganze Orange nehme, also noch mal eine Hälfte, sonst wird das Ganze doch ein bisschen wenig. Dann noch mal ein bisschen Zitronenabrieb, damit es einfach so ein bisschen intensiveren Geschmack gibt. Und das Ganze wird dann mit dem Agar-Agar verrührt und einfach kurz aufgekocht. Nach der Backzeit lässt man die Cheesecakes am besten etwas abkühlen und dann können sie auch schon dekoriert werden. Ich habe vom ganzen Film die Cheesecake leider ein bisschen länger im Backofen gelassen, aber es ist kein Problem. Passt am besten ein bisschen besser auf. Ich tue einfach die braune Stelle so etwas wegschneiden und die snacke ich dann einfach. Aber fürs Foto sieht es natürlich anders ein bisschen schöner aus.
Damit das Ganze jetzt keine Low-Carb-Muffins sind, sondern Törtchen, tue ich einfach die Muffinform ganz vorsichtig entfernen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Probiert es unbedingt einmal aus. Es schmeckt sehr, sehr lecker. Wenn ihr es ein bisschen süßer mögt, dann könnt ihr natürlich auch noch mit Erythrit oder Xylit nachsüßen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut und wir wollen uns ja den Zucker bzw. auch diesen Süßgeschmack so ein bisschen abgewöhnen. Ja, ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal für weitere Low Carb Rezepte und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hi, ich bin die Annika. Ich habe mir die Inspiration von Sallys Welt genommen.